Ja, ist wieder keiner gekommen, Leute. Was soll man machen, ne? Extra 14 Stunden gefahren. Jo Leute, was geht ab? Hardware Lukas back am Start. Jungs und Schiffe, wir haben es geschafft. Wir haben es einfach geschafft. Ich hab mein größtes Idol getroffen. It's Nico. Alter Mann, geil Mann, Junge. Ihr kennt ja wahrscheinlich noch seine Videos. 12 sagen zu und keiner kommt. Genau das ist mir passiert, das kann doch nicht euer Ernst sein. Ich habe wieder Fan-Treffen gemacht, niemand kommt. Ich habe Fan-Treffen gemacht, niemand kommt. Ich habe Fan-Treffen gemacht, niemand kommt. Aber gestern, Freitag, den 17. September. Ich war da, ich war dabei. Filmt schon. Ihr kennt ja meine Videos über den und in einem Video habe ich gesagt, komm einfach zum Bodensee und mach da dein Fan-Treffen und ich bin zu 100% dabei. Und gestern war der Typ am Bodensee in Baden-Württemberg, in Deutschland, in Friedrichshafen. In Friedrichshafen, Baden-Württemberg, beim Bodensee. Er hat sein Fan-Treffen dort gemacht. Digga, es ist komplett eskaliert, Alter. Allein schon auf der Fahrt ging es mies ab. Wo fahren wir heute hin? Zu Nico! Wo fahren wir heute hin? Zu Nico Blatt! Die Stimmung war bis zum geht nicht mehr absolut geil, weil Digga, it's Nico einfach. Ich hab gesagt, ich komm. Richtig. Bin ich da? Ein Mann an Bord. Ich bin da. Schöne Grüße auch am Jung Matthias. So, er tut Zahnpasta in Fanta rein. 2021, ich war dabei. Wer wollte unbedingt Bild? Nein. Wer er nicht ist, keine Ahnung. Wir grüßen unsere Oma und Opa. Und Opa, der fährt immer gut auf. Ja. Alles klar, Digga. Nein, nein! Jetzt habe ich noch das Wichtigste vergessen. Aber egal, das wird in meinem nächsten Video dabei sein. Ich bin zu blöd, ich habe mein Auto bei Alex SpielTV stehen lassen. Der hat mich gestern nach Hause gefahren. Ich habe die Autogrammkarte leider nicht dabei. Aber It's Nico ist so ein großer Ehrenmann. Hat jemand einfach ein Spiel geschenkt? Rainbow. Das kriegst du gratis. Ich habe dieses Spiel noch nie in meinem Leben gesehen. Ich weiß gar nicht, was es ist. Was ist das? Ja, are you ready to run one? Guck da, da kannst du so der da sein. Keine Ahnung. Aber, er hat einfach Autogrammkarten rausgeballert. Digga, sowas habe ich noch nie gesehen, Junge. Ich habe einfach jetzt eine Autogrammkarte und ein Bild von It's Nico. Und wisst ihr, was ich machen werde? Ich werde diese Autogrammkarte hier hinhängen und die ist dann in jedem meiner Videos zu sehen. Alter, geil, Mann. Guck mal, ich habe Autogrammkarte von dem bekommen. Ehrenmann. Hollywood Hills, wer hat den Drip? Ich hab den Drip. Alle sind wegen It's Nico gekommen. So genial, Junge, das war so ein geiler Tag. Und It's Nico war natürlich nicht alleine. It's Nico war in Begleitung mit... Ich weiß gar nicht, wie der heißt. Ton verändert. Ich möchte dir Bierpower zeigen. Einfach fahren, ne? Gleich ist der Benz weg. Hätte der noch Autogrammkarten gegeben, hätte ich mir safe auch eine geschnappt. Und wirklich, wenn ihr jetzt denkt, oh mein Gott, Alter, ja, Fan-Treffen hier hin oder her, war ja voll langweilig, Junge. Jetzt kommt wirklich die beste Szene überhaupt, Junge. It's Nico hat einen Parkautomaten gefetzt. Und er hat wirklich gesagt, hier, guck, nimm die Kamera. Und da war einer, ich habe keine Ahnung, wer er war. Aber der Typ hatte wirklich einen IQ von 720. Nico hat ihm seine Kamera gegeben. Und hat gesagt, guck, film jetzt. Wisst ihr, wie er gefilmt hat? Und dann haben wir noch solche Leute hier, die sich einfach selber filmen, obwohl gesagt wurde, film mal den anderen. Er filmt sich einfach selber. Alles klar, Mann. Naja, ich will euch nicht auf die Folter spannen. Die beste Szene kommt jetzt. Was, du sagst, keiner kommt zu meinem Fan-Treffen? Was? Sag mal. Hat's bei dir? Geht's noch? Geil, Alter, geil, Mann, Junge, wirklich, 10 von 10. Ich war dabei, 2021, 17. Dezember. September, Fan-Treffen, It's Nico. Wie war das Fan-Treffen für dich? Bitte einmal in die Kamera sagen. Es war so aufregend, ich war so aufgeregt und ich hoffe, dass wir It's Nico nochmal treffen. Ich schwöre, ich hoffe es. Nein, jetzt mal wirklich im Ernst. It's Nico ist wirklich so ein korrekter Typ. Er hat sogar Autogrammkarten mitgebracht, er hat sogar ein Spiel mitgebracht, hat es verschenkt. Es war lustig, ganz ehrlich, es war lustig. Wir haben uns gefreut, dass wir dahin gefahren sind. Ich sag euch eine Sache. Ich bin jetzt Nicos größter Fan. Hollywood Hills, wer hat den Drip? Ich hab den Drip.